Alright, dann herzlich willkommen zusammen. Schönen Sonntag miteinander. Heute wieder Mojo Brunch. Heute werde ich mal das zweite Mal den Administrator machen. Ich bin heute wieder mit David hier. Hallöchen zusammen. Guten Morgen. Wir werden ein bisschen über das ACL-Programm, das Kreuzbandprogramm, was wir im Mojo-Institut erarbeitet haben, anbieten möchten, ein bisschen sprechen heute, dann noch ein bisschen tiefer generell die Kreuzbandverletzung eingehen. Da ich auch selber mal eine hatte vor ein paar Jahren, ist das ein ganz spannendes Thema und ich habe da viel von mitgenommen. Das ist eine sehr intensive Situation, sage ich mal. Ich würde mal sagen, wir fangen dann direkt an, ne? steigen da direkt mit ein. Da erzähl mal ein bisschen, warum das Kreuzbandprogramm so wichtig für uns, also eine der ersten Sachen ist, die wir hier erstellen wollen und bearbeiten möchten. Das war tatsächlich, glaube ich, das so das erste größere Programm, über das wir gesprochen haben und wo wir eine Idee für entwickeln wollten. Und das ist ein bisschen daraus entstanden, dass wir natürlich alle aus dem Leistungssport kommen und viel Leistungssport-Erfahrung haben und das eine der häufigsten, schwerwiegendsten Verletzungen ist, die es halt im Sport gibt. Und wir nicht damit zufrieden sind, wie es rehabilitiert wird. Und der Hauptgrund, den wir sehen, ist halt, dass es häufig nicht aus dem Regenerationsaspekt gesehen wird. Ne? Also es wird nicht geguckt, wie kann ich denn die Struktur und den Menschen drumherum insgesamt in eine Position bringen, dass er halt komplett regenerieren kann von dieser Verletzung. Beziehungsweise wo liegt auch die Ursache von der Verletzung? Weil im Prinzip ist eine Verletzung ja nichts anderes als eine fehlende Anpassungsfähigkeit in dem Moment, wo die Verletzung passiert. Na, wenn man jetzt mal von einem gegnerischen Kontakt absieht, wo man natürlich auch sagen kann, okay, das ist eine traumatische Aktion, aber es gibt natürlich auch viele Kreuzbandverletzungen, die ohne gegnerischen Kontakt passieren und dann ist halt die Frage, warum passiert das denn überhaupt? Wir sehen das halt als fehlende Anpassungsfähigkeit. Einmal natürlich von der lokalen Struktur, weil es ist eben am Kreuzband passiert, ja? Aber vor allem auch vom gesamten Menschen als System, ne? als globales System, das halt in dem Moment halt nicht anpassungsfähig war. Und dann kann man sich das aus einer ganz anderen Perspektive anschauen, als es halt häufig aktuell gemacht wird, nämlich eben aus der regenerativen Perspektive, aus der biologischen Perspektive, um zu gucken, wo ist denn die Ursache und was fehlt dem Organismus denn an Herausforderungen und Ressourcen, um da möglichst gut und schnell von sich zu erholen, beziehungsweise vor allem auch, und das ist ja das, was gerade bei Kreuzbandverletzungen häufig noch nicht passiert, dass man wieder auf das Niveau zurückkommt, mindestens wo man eigentlich gespielt hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du hast ja die Verletzung auch gehabt, während du am College warst und da Football gespielt hast. Bist du auf das Niveau zurückgekommen oder sagst du, ich war vorher auf jeden Fall besser und da bin ich nicht mehr so ganz dran gekommen? Also es ist ziemlich spannend, besonders aber auch, um das im groben Aspekt mal zu sehen, dass man sich bewusst wird, wo man hin möchte. Das passiert, ne? Und dann hat man direkt so eine Zeitlinie vor sich und man sieht so, okay, ab hier möchte ich wieder das und das machen können. Ob es jetzt, sage ich mal, wieder dann Leistungssport bei mir zum Beispiel im College Football war oder ob es einfach nur an meinem Jahr Skifahren ist mit der Familie oder sowas. Also das ist, man hat da direkt so ein, das ist so meine Time-Achse, die ich jetzt bearbeiten muss. Und da hinten steht halt so ein Datum irgendwo, wo man wieder hinkommen möchte, dass man wieder alles machen kann wie vorher. Bei mir war das so, dass ich mir das ganz am Anfang der Saison gerissen habe, im September, Anfang September und hatte dann Anfang Oktober die Operation. Und die nächste Saison wäre dann wieder im Jahr drauf, im August gestartet. Also mit dem Vorbereitungscamp, erstes Spiel Ende August. Und das war für mich auch so, das ist so dieses Datum. Weißt du, ich möchte wieder leistungsfähig sein, um auch um eine Starting Position, also in der ersten Elf, sage ich mal, in der Defense wieder mit competen zu können. Das waren dann so Richtung 9 bis 10 Monate, sage ich mal, 9 und ein bisschen für das Vorbereitungscamp und ungefähr 10 Monate bis zum ersten Spiel wieder. Das ist schon, also wurde mir gesagt, das ist schon ein Stretch von der Kreuzband-Reha. So 9 bis 12 Monate, aber 9 Monate ist schon ein Stretch, vor allem dann wieder auf das Leistungsniveau auch zu kommen. Ich persönlich würde sagen, ich war kraft- und explosiv technisch nicht da, wo ich
vorher war, nicht 100%. Aber mein Game hat sich auch geändert. Das ist halt die andere Sache. Anpassungsfähigkeit, weißt du, ich bin ein bisschen anderer Spieler geworden danach, was auch nicht schlecht war. Es gibt halt viele Sachen, die man auch so noch nicht ausschöpft. Ich war ein bisschen leichter dann, weil ich ein bisschen weniger Muskelmasse hatte, dadurch auch ein bisschen weniger explosiv oder kraftvoll. Aber man kann, also ich konnte meine Position auch spielen. Ich habe auch gespielt, so war das jetzt nicht. Aber rein physisch war es ein bisschen anderer Spieler wie im Jahr davor. Besser oder schlechter ist jetzt mal dahingestellt, so. Aber es ist anders gewesen auf jeden Fall. Ja, aber du warst dann auf jeden Fall auf deinem Niveau dann auch wieder zurück, was ja dann schon mal dafür spricht, dass deine Reha gut gelaufen ist. Ja. Ja. Genau. Richtig, ja. Ach so, ja, also ich meine, das ist die andere Sache. Dieser, es ist jetzt kein Riesenunterschied zwischen Power und allem. Also ich kann ja einfach Numbers mal geben, so ein aus dem Start nach vorne springen, da war ich vielleicht, haben mir 10% oder so gefehlt von dem Jahr davor. Weil das Jahr davor, das war mein drittes College-Jahr, da habe ich mich auch so am Peak Explosiveness und Power und ne, dieses aus dem Start nach vorne springen ist ein ziemlich guter Test, um zu sehen, wie explosiv man ist, gefühlt. Und das war dann mein viertes Jahr, wo ich dann eher durch die Reha gegangen bin, um wieder zurückzukommen. Und dann war ich so, ja, 10% weniger davon. Es war jetzt nicht total Welten davon entfernt. Es war auch schon gut. Aber es war halt nicht so wie vorher, was das angeht. Das hat dann noch ein bisschen länger gedauert wieder. Aber dann kommen noch andere Umweltfaktoren dazu. Ne? Nach der Saison war meine College-Football- oder Football-Karriere generell auch zu Ende. Dann habe ich meinem Interessen auch natürlich ein bisschen was anderes gewidmet und ja. Du hast dann den Leistungssportweg nicht weiter verfolgt dann erstmal. Nee. Ja. Ja. Hast du dir denn Gedanken gemacht oder wurde, sagen wir mal, dazu ein bisschen Sachen auch hinterfragt, was die Ursache angeht von der Verletzung? Wie ist es bei dir passiert? Sagen wir mal, welchen körperlichen, mentalen Zustand warst du, als die Verletzung passiert ist? War es mit Kontakt, ohne Kontakt? Das ist eine super spannende Frage, nämlich in der Hinsicht eigentlich gar nicht. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, fehlt in einem guten Kreuzbandprogramm. Sich mit dieser Situation, auch wie sie vorher war, auseinandersetzen so ein bisschen. Im College Football ist das halt so, ja, das passiert, ich will nicht sagen ständig, aber schon oft. Ne? Wir hatten in der Woche davor einen Spieler, der auch einen Kreuzbandriss hatte. Und das ist halt so, das wird dann einfach so abgehakt so ein bisschen. Okay, das ist jetzt, der ist jetzt weg. Weißt du? Bei mir war es nicht traumatisch, also kein Kontakt. Ne? Ich bin nur gelaufen in der Hinsicht auf dem Feld. Habe halt einen starken Richtungswechsel gemacht. Hatte das Gefühl, mein Fuß war dann irgendwie im Boden ein bisschen fest. Kann das jetzt natürlich auch viel auf den Platz schieben oder so. Das, keine Ahnung, ne? Richtungswechsel, dann hat sich mein Knie so ein bisschen angefühlt, es hat sich so leicht gedreht und ich habe es auch direkt gemerkt, habe auch direkt mein Knie gegriffen. So auch in einem Spiel, also in einer Spiel-Live-Situation, also 120%. Ja. Dann war das halt weg. Ich habe irgendwas gespürt, es tat auch kurz weh, ne, und dann, das ist komisch, weil du kannst auch viel wieder machen eigentlich. Das ist so, ich habe es halt hinten dann so ein bisschen, ja, so Hyperextension hatte das so ein bisschen. Ich habe da irgendwie nicht mehr so viel Stabilität drin gehabt dann, ne? Aber es tat irgendwie nicht weh oder so. Und im Nachhinein hat sich da aber auch niemand mit auseinandergesetzt. Ich habe dann irgendwann mal mit Gerrit drüber gequatscht, habe mir auch die Videos mal nicht gezeigt, wie das halt passiert ist. Und ich kann jetzt keinen genauen Grund dafür nennen. Ich glaube eher, dass es eine Disbalance, auf jeden Fall eine größere Disbalance gab in meinem Körper, was vielleicht den Quadrizeps angeht und die Hamstrings. Und dann kommt da noch psychologischer Stress auch noch mit dazu, den ich auch zu der Zeit ziemlich stark hatte, was Leistungsdruck anging, auch von den Coaches. Es ist halt so ein richtig komplettes Ding, ne? Das ist ja das, was wir hier ja auch genau machen wollen. Wir wollen uns ja angucken, was sind denn diese Faktoren, die
in diesen Kontext in der Verletzung dann halt mit reinspielen können. Ne? Und dann das aus medizinischer Perspektive zu betrachten, aus Bewegungsperspektive, aus Ernährungsperspektive und halt auch aus mentaler Perspektive. Ne? Und das ist ja auch das, was so, also was ich auch kenne aus meiner aus der Leistungssport-Erfahrung, die ich gemacht habe, schon als Athletiktrainer, das einfach fehlt. Also es wird dann, also erstmal grundsätzlich wird gar nicht groß hinterfragt, in welchem Zustand war derjenige denn vor der Verletzung, beziehungsweise ist er jetzt gerade beim Start der Reha. Ne? Also wie sieht zum Beispiel sein Mikronährstoffhaushalt aus? Wie sieht seine Bewegung, wie sahen seine Bewegungsabläufe vor der Verletzung aus? Welche, klar, nach der Verletzung direkt oder nach der OP sind die natürlich eingeschränkt, aber vielleicht hat man auch Videomaterial von vor der Verletzung, ne, oder auch von der Situation, wie du gesagt hast, wo es passiert ist, um sich das dann halt auch mal detailliert anzugucken. Und was zum Beispiel aus Bewegungsperspektive ganz interessant ist, ich habe ein Video für euch mitgebracht, was der Körper so in einer Spielsituation halt können sollte. Ne? Das können wir jetzt gleich nochmal, es läuft nochmal von vorne gleich ab. Dass schon extreme Belastungen auftauchen, vor allem ja auch völlig unvorhersehbare Dinge. Ne? Und das jetzt in der Situation, wo ich sage, wenn der Spieler nicht anpassungsfähig ist, ist das schon mal eine Möglichkeit, wo ein Kreuzband kaputt gehen kann. Aber man sieht halt auch sehr, sehr, also wenn man sich jetzt alle Bewegungen im Sport anguckt, dann ist das halt eine Bewegung, jetzt ist das in der Extremposition, aber das ist was häufig vorkommt. Das heißt, der Verletzungsmechanismus, wie er eigentlich auftaucht, ist was völlig normal ist im Sport. Also wenn ich einen Richtungswechsel mache, dann muss ich mein Knie nach innen kommen lassen, mein Fuß muss flach werden, meine Hüfte muss innen rotieren, damit ich überhaupt in die andere Richtung komme. Und dann ist es halt spannend zu fragen, aus Bewegungsperspektive zum Beispiel. Also für mich ist jetzt das Video, warum hat der Spieler sich jetzt nicht verletzt? Ne? Zum einen, ich glaube, er hat eine sehr, sehr gute Wahrnehmung davon, dass er Kontakt bekommt. Also er weiß, dass in dem Moment, wo er den Ball catcht, auch ein zusätzlicher Kontakt kommen kann, weil es einfach in der Sportart üblich ist. Er hat eine sehr gute Vision. Also ich finde, er antizipiert danach, nachdem er den Ball gefangen hat, sehr schnell den Boden. Und das ist so die Grundvoraussetzung, die halt da sein muss, ne, damit ich weiß, okay, wo sind denn meine Körperteile und meine Gelenke im Raum? Und das, was dann in der Bewegung passiert ist, man sieht sehr schnell, dass er eigentlich von der Kraft, die da wirkt, die sehr gut weiterleiten kann. Also die Bewegung fließt weiter quasi in die Bewegungsrichtung, wo er hingeht, ne, also Richtung Boden. Er lässt sich ja dann quasi halb abrollen. Und man sieht halt auch, dass der Fuß kommt nach innen rein, ne, er landet vorne auf dem Vorfuß, der Fuß geht nach innen rein, das Knie kommt nach innen rein, nachdem der Fuß nach innen reingegangen ist, und dann am Ende kommt erst die Hüfte. Ne. Das heißt, man sieht auch so die Reihenfolge vom Timing her ist halt auch sehr gut. Ne. Der Fuß setzt auf, Knie, Hüfte und dann der Rest des Körpers. Ja, und dann kann er halt, aus dieser Bewegung ist er halt noch so gut, dass er dann auch noch einfach direkt weiterlaufen kann und einfach schon weiß, wo die Drehung und wo das Tor halt ist. Ne. Genau, und er hat halt sehr, sehr hohe Innenrotation in der Hüfte. Das heißt, wenn ich jetzt aber ein Problem, sagen wir mal, die Gelenke im Fuß öffnen sich nicht und die Hüfte öffnet sich nicht, dann kommt der Stress halt aufs Knie und das Knie ist halt nicht, hat nicht diese hohen Bewegungsausmaß nach innen, sagen wir mal. Das ist ja eigentlich eher für Beugen und Strecken zuständig und jetzt nicht für Innenrotation, Außenrotation und quasi eine Seitneigung im Knie. Und dann führt das halt häufig dazu, wenn die Gelenke halt nicht mitarbeiten, dass dann auch eine Verletzung halt passieren kann. Und bei ihm jetzt, das ist halt eine extrem, wenn man jetzt gut gestoppt, das Video, das ist halt schon eine sehr, sehr extreme Position. Und das ist halt was, wenn man sich das alleine jetzt nur vorstellt, dass man das überhaupt abrufen kann, ist ja schon die eine Sache. Also ich glaube, viele können das halt schon grundsätzlich erstmal die Position gar nicht abrufen. Und dann halt noch in dieser Highspeed-Spielsituation mit gegnerischem Kontakt und der Aufgabe, den Ball zu fangen, sich umzudrehen und Tor schießen zu wollen, ist das was man auf jeden Fall halt sich auf jeden Fall vor, wenn man jetzt jemanden bekommt zur Reha, dann will ich das sehen. Das heißt, ich will sehen, wie hat er sich vorher bewegt. Auch in der Situation, wo es passiert ist, aber vor allem auch in der Situation, wo er vielleicht 20 Mal das Gleiche gemacht hat, aber es ist nichts passiert. Damit ich überhaupt schon einen Ansatzpunkt oder einen Anhaltspunkt habe, wo kann ich denn im Bewegungsbereich mit ihm arbeiten. Und dann ist das, was ich halt an Bewegung sehe, halt komplexer. Das heißt, im Krafttraining zum Beispiel, warum, wenn man viel beidbeinig arbeitet, dann hat man eben diese Innenrotation in der Hüfte zum Beispiel schon mal nicht. Ne? Das heißt, und wenn ich dann einbeinig arbeite und mein Knie bleibt auch immer außen über den zweiten Zeh oder über den dritten Zeh und geht nie bis zum dicken Zeh rein, ne? Dann habe ich nie eine Öffnung der Gelenke des Fußes. Dementsprechend habe ich auch dann, selbst wenn ich einbeinig trainiere, diese Situation nicht. Ne? Und ich finde halt, man sollte so gut wie möglich in der Lage sein, auch innen zu arbeiten. Das sieht man jetzt gerade auf dem Foto auch ganz gut. Links, das ist Jadon Sancho von Borussia Dortmund.
Und was man da sieht, selbst beim Laufen hat man halt die Situation, dass das Knie eigentlich jedes Mal nach innen reinkommt, wenn das Gewicht aufgenommen werden muss. Das heißt, Knie kommt nach innen, Hüfte rotiert nach innen, Oberkörper neigt sich über das Bein, sodass alle Strukturen den Load aufnehmen können. Ja, die nehmen alle das Gewicht auf und können es danach halt wieder abgeben. Und rechts daneben sieht man im Prinzip, wie normalerweise ein Ausfallschritt-Kniebeuge gemacht wird. Und dann sieht man halt, dass es nicht das ist, was nachher in der Bewegung, im Bewegungsablauf beim Laufen oder halt nachher beim Richtungswechsel und höherem Tempo natürlich noch in viel extremerer Situation passiert. Dementsprechend müsste man jetzt beim Ausfallschritt-Kniebeuge rechts hingehen und lass das Knie trotzdem nach innen kommen, rotiere den Oberkörper zum vorderen Bein, lass ein bisschen über das vordere Bein Seiten neigen, damit möglichst viel Gewicht auf das vordere Bein kommt, so wie es halt nachher im Bewegungsablauf von ganz alleine passiert, weil das ist hier nicht was, was der jetzt extra macht. So, das passiert von alleine, ne? Die Organisation kommt von unten heraus, vom Kontakt mit dem Boden angefangen und er ist sehr gut da drin, den Load halt über den Fuß zu bekommen, ne? Und ist halt da, glaube ich, aktuell einer der schnellsten Spieler in der Bundesliga, der sehr gute Bewegungsfähigkeiten auf jeden Fall hat. Und das sieht man halt nicht nur bei ihm jetzt, sondern wenn man sich alle Top-Athleten anguckt, ob das jetzt ein Roger Federer ist, ob das ein Rory McIlroy im Golf ist, ob das ein Usain Bolt ist, die haben alle das. Die sind alle in der Lage, den Körper in diese Position kommen zu lassen, sagen wir mal, weil die bringen die ja nicht aktiv da rein, sondern der Körper ist in der Lage, da reinzukommen. Und das ist schon jetzt sehr tief in der inhaltlichen Ebene, wo wir jetzt unterwegs sind. Aber das ist das, was ich mir halt angucke, wenn ich wissen will, was kann das denn für Ursachen haben. Ne? Wenn ich jetzt so ein Bild sehe, wie wenn er läuft und der Oberkörper wäre jetzt komplett auf der anderen Seite und eben nicht über dem Standbein, dann weiß ich, dass er nicht in der Lage ist, gut Gewicht aufzunehmen auf dem Bein. Und dann halt auch nicht zu transferieren, wenn ich jetzt einen Richtungswechsel oder einen Sprung oder eine Landung habe. Und das ist halt was ich mir immer angucke, wenn ich Athleten bekomme, die jetzt entweder akut schon Kreuzbandriss haben oder halt gerade schon nach der OP oder manchmal kommen die auch erst später, dann will ich auf jeden Fall wissen, wie haben die sich denn vorher bewegt. Und das ist halt dann zumindest aus Bewegungsperspektive eine Ursachenanalyse. Aber genauso wollen wir das natürlich in den anderen Bereichen halt auch haben. Ne? Was hat der denn für Vitamin D-Level zum Beispiel? Also ist der Körper überhaupt in der Lage, diese Struktur Kreuzband adäquat zu versorgen, ja. Ne? Mit Nährstoffen, sodass er halt auch das Kreuzband an sich als Struktur anpassungsfähig ist. Ne? Man sollte hoffentlich selten in eine Situation kommen, wo man es wirklich braucht, weil das hat ja schon eine Airbag-Funktion und wenn man bis dahin gekommen ist, dann ist es meistens ja schon zu spät. Aber das, die gesamte Nährstoffversorgung ist ja interessant für alle Strukturen im Körper. Ne? Weil die Muskeln, die dieses Knie stabilisieren sollen, im Zweifel nachher, wenn die Gelenke in die entsprechende Position gehen, die müssen ja auch entsprechend versorgt sein. Und wenn die nicht gut genug versorgt werden, sind sie halt nicht stark genug, um so Belastung halt auszuhalten in so einem Sport-Setting. Ne? Genau. Und aus jetzt mal neuronaler Perspektive, ne, oder vom Mind her, ist es halt wichtig, dass du halt von deinem Nervensystem auch in der Lage bist, halt die Vagalaktivität halt hochzufahren, dann, wenn du brauchst. Wenn du hast gesagt, das ist ein Stresssystem, ne? Ja. Und du warst in einer Stresssituation und du warst halt die ganze Zeit oben und Sympathikus war die ganze Zeit durch die Decke, ne? Und dann ist halt die Frage, okay, wie kriegst du das hin, dass es auch da wieder reguliert ist, ne? Weil dann hast du dann ist die vagale Aktivität besser. Und das spielt sich dann auch direkt auf biologischer Perspektive oder auf biologischer Ebene dann halt wieder, ne? Dann hast du halt eine andere Stammzellenaktivität, wenn du einen höheren vagalen Tonus hast, als wenn du immer im Sympathikus unterwegs bist. Ja. Das siehst du, glaube ich, auch super mit dem Video, mit dem wir angefangen haben, eben, wenn er jetzt zu, das, wenn der Stress, also im Sympathikus quasi zu hoch gewesen, also das heißt zu hoch, aber wenn da eine große Disbalance gewesen wäre zwischen Sympathikus und Parasympathikus, dann hätte er sich vielleicht auch nicht so gleitend bewegen können, weil dann wäre alles ein bisschen tighter gewesen. Der Körper hätte die Bewegung auch ein bisschen mehr zugemacht. Und er ist halt richtig schön so auf den Boden geglitten eigentlich. Ne? Da ist dann natürlich auch, schafft das auch mehr Raum für Beweglichkeit und für eine gewisse Leichtigkeit oder so Smoothness, sage ich mal, in der Bewegung. Dann dadurch limitierst du, glaube ich, auch sehr stark Verletzungen. Weist aber auch hin, dass wir die Zuschauer Fragen stellen können. Genau, falls ihr zwischendurch immer Fragen habt, natürlich auch gerne in den FNA reinfragen. Wir bauen das gerne ein. Direkt widmen, Wir haben, da kann man super viel drüber quatschen, eigentlich auch persönliche Fragen. Es ist ja nicht nur die Sache, dass man im Leistungssport, wo wir jetzt viel drüber gesprochen haben, es geht ja auch um den normalen Alltag, um den normalen Menschen. War meine nächste Frage gewesen. Natürlich kann man einerseits ja darauf gucken, dass man eventuell
falsch trainiert hat oder falsch trainiert wurde. Wie wir es zum Beispiel gesagt haben, vielleicht immer nur Bein, also ja, so eine doppelseitige Belastung und zu wenig einbeinige Belastung und dann auch in der Hinsicht zu wenig Spielraum in Rotation. Allgemein das Training einfach beim Leistungssportler nicht so gut genug. Ne? Und was ist denn jetzt jemand, der gar nicht wirklich trainieren geht und der aber immer Bock hat, irgendwie Ski zu fahren einmal im Jahr oder so? Weißt du, das ist was die immer machen. Skifahren ist ja auch eine der Sachen, die sehr hohe Kreuzbandverletzungs... Ja, also zum einen, was Skifahren angeht, ist natürlich in gewisser Form eine prädestinierte Sportart für Kreuzbandverletzungen, weil der Fuß halt einfach komplett fix ist. Ne? Also wenn man... Da fehlt schon genau. Da fehlt halt ein bisschen Bewegungsfähigkeit alleine durch den Schuh. Deswegen bin ich halt, sagen wir mal, bei Freizeitskifahrern jemand, der sagt, der darf schon ein bisschen lockerer sein, der Schuh. Auch wenn man dann halt nicht Highspeed fahren kann. Aber das Verletzungsrisiko ist dann doch ein bisschen geringer. Und auch da gibt es tatsächlich bei demjenigen, wo ich viel über das Gangbild gelernt habe, dem Gary Ward, der war Skibootfitter. Also der hat die Skischuhe für Rennfahrer und so angepasst, aber auch für Hobbysportler und sagen wir Alltagsathleten. Und hat dabei halt festgestellt, wie wichtig es denn ist, dass Fußgelenke sich bewegen können und wohin die sich bewegen müssen, damit man halt dann ohne Schmerzen zum Beispiel, und hat dann halt festgestellt, Leute kamen mit Schmerzen und wenn er die in eine andere Position im Schuh gebracht hat, mit ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, dass sie dann halt ohne Schmerzen fahren konnten und hat sich dann halt gefragt, okay, was hat das, wenn das Kleine jetzt schon so viel Auswirkungen hat, wie kann ich das denn auf den gesamten Organismus halt ausweiten? Und ist darüber im Prinzip auf das gekommen, was er gemacht hat oder was er jetzt aktuell macht. Und für jemanden, der jetzt nicht Leistungssportler ist und sagen wir mal jetzt nicht regelmäßig Krafttraining macht, was ich auch für Leistungssportler natürlich existenziell wichtig ist, für Alltagsathleten, sage ich mal, oder ne, für jedermann natürlich auch sinnvoll ist, aber wenn man halt keine Zeit hat und möchte trotzdem Skifahren, ist es für mich halt wichtig, dass man so, man kann ganz einfache Sachen vorschalten. Ne? Also wenn ich mich zum Beispiel auf ein Bein stelle, ich kann das auch gerade mal vormachen, ich stelle mich jetzt auf ein Bein und versuche erstmal die Position zu finden, wo mein Fuß möglichst flach werden kann, weil das ist jetzt die Gewichtsaufnahmephase, da sollte er halt flach werden. Ne? Und dann wenn ich dann als zum Beispiel als Warm-up, man macht ja, also die meisten, die Skifahren gehen, machen ja zumindest ein bisschen was als Warm-up. Wenn ich jetzt morgens früh den Schuh noch nicht anhabe, kann ich jetzt auf einem Bein stehen, versuchen einfach mal Positionen zu erreichen, die weit weg von meinem Körper sind. Ne, zum Beispiel, ich gehe jetzt mit meinen beiden Händen zum Boden und versuche mal Richtung 9 Uhr zu kommen, so weit wie mit meinen Fingern vom Körper weg, wie ich kann. Und dann sieht man halt, dass mein Bein jetzt gerade schon in einer extremen Position ist. Ja, und so kann ich unterschiedliche Punkte, ich kann das auch an der Wand machen oder ne, im freien Raum. Und so habe ich schon mal die Möglichkeit, sagen wir mal, ein bisschen mehr Variabilität in meine Bewegung zu kommen, ein bisschen mehr Chaos in die Bewegung zu bringen, weil das ist halt das, was aus meiner Sicht halt häufig fehlt. Ne? Sportsituationen sind Chaos-Situationen. Also es passiert immer wieder was Neues. Selbst wenn ich Sachen schon tausendmal gemacht habe, ich habe tausendmal einen Sprungwurf im Handball gemacht oder so, dann kommt beim nächsten Mal einfach der Gegner von einer anderen Situation, also von einer anderen Richtung und gibt mir einen Stoß mit. Und schon ist das eine völlig neue Situation, die der Körper halt handeln muss. Ne? Und das, was man häufig im Athletiktraining halt mal sieht, ist, dass es zu wenig Chaos ist. Ja, ne? Also du hast halt das ist zu viel Kontrolle. Es wird immer, die Kniebeuge wird immer gleich gemacht. So, ne? Es gibt keine Kniebeuge, wo plötzlich der Trainer von der Seite kommt und mal eben so, ne? Ja. Oder alleine schon, dass das Knie halt einfach in eine andere Position darf. Ne? Es bleibt immer in der gleichen Position bei jeder Kniebeuge. Und so habe ich halt kein Chaos bzw. Variabilität in den Bewegungsabläufen, die ich ja nachher im Sport brauche. Und ich muss in den gesamten, in allen Bewegungsabläufen gut sein. Ja. Ja. Und in der Lage sein, dass ich das halt eben von Bodenkontakt angefangen selber organisieren kann. Ne? Und das schaffe ich nicht durch bewusste Kontrolle. In deiner Situation, wo deine Verletzung passiert ist, hast du wahrscheinlich nicht bewusst über die Bewegung nachgedacht, weil es geht halt einfach gar nicht. Ja? Dafür bleibt ja keine Zeit. Und wenn man das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, ist das immer wieder das Gleiche. Also diese Variabilität, diese Balance zwischen, sagen wir mal, Struktur und Chaos muss halt immer gegeben sein. Ne? Wenn du zu weit auf einer Extrem bist, unterwegs bist, dann hast du halt eben nicht die Anpassungsfähigkeit, die du brauchst in beide Richtungen. Ihr habt von eurer Seite schon Fragen? Noch nicht. Ich musste direkt gerade, wenn wir da vielleicht ein bisschen anknüpfen möchten, an den ein paar Tests denken, die ich für sehr spannend halte, auch an sich in einem
ja, man muss sie jetzt nicht jeden Monat machen, aber schon vielleicht mal ab und zu, damit man auch eine Baseline immer mal hat. Natürlich ist es immer schwer, wie wir eben schon besprochen haben, vor der Verletzung, nach der Verletzung. Man möchte ja eigentlich gar nicht die Verletzung haben, aber wenn es dann passiert, dann kann man halt ein bisschen besser damit mit umgehen. Und an sich sind es auch ziemlich gute Bewegungen, eigentlich sowas wie ein Y-Balance-Test, das gerade quasi fast genau das die Bewegung war, die du gemacht hast. Ein bisschen allgemein in diese Richtung. Wie sieht das dann mit dem Programm aus und wie ist es? Können wir vielleicht gerade mal die Einblendung machen, wo unsere Phasen und Meilensteine drauf sind, dann kann man uns da ein bisschen dran orientieren. Wir haben uns natürlich gefragt, also es gibt viel wissenschaftliche Literatur zum Kreuzband, eben weil es halt auch einfach so eine wichtige Verletzung ist, ist es auch extrem gut erforscht eigentlich, was die ganzen Bereiche angeht, aber es gibt am Ende relativ wenige Tests, die eine hohe Aussagefähigkeit haben darüber, wann jemand wieder ready ist zu spielen. Ne? Also zu gucken, okay, wann der hat jetzt die und die Werte, bedeutet, er kann spielen auf seinem alten Niveau und ist vor einer Reruptur relativ safe. Dafür gibt es nicht so viele Tests, die das wirklich gut können, die diese hohe Aussagekraft haben. Dann haben wir uns halt gefragt, okay, wie wollen wir denn vorgehen? Also wie entscheiden wir, dass jemand jetzt die Übung, die er aktuell macht und danach halt anfängt zu springen zum Beispiel? Woran machen wir das fest? Und da haben wir uns dafür entschieden, dass wir verschiedene Meilensteine festlegen. Das seht ihr in der Grafik in den blauen Punkten. Das heißt, Return to Life, Return to Sport, Return to Game sind unsere Meilensteine, die wir erreichen wollen. An diesen Zeitpunkten haben wir bestimmte Testverfahren, die wir einsetzen, um halt einfach eine gute Entscheidungshilfe zu bekommen für diese Prozesse, die dazwischen ablaufen. Also die Trainingsprozesse, die zwischen den Meilensteintests sozusagen ablaufen. Und was wir besonders dabei nutzen, ist eigentlich die Kommunikation, die wir daraus bekommen. Also wir bekommen ja Werte und bestimmte Anhaltspunkte, die uns eine Entscheidungshilfe geben können, aber das ist in erster Linie mal ein Kommunikationsbeschleuniger. Ne? Also zwischen uns im Team, also wenn wir uns jetzt treffen und sagen wir, der Physiotherapeut oder Trainer hat hauptsächlich mit dem Athletenkunden gearbeitet und die anderen sollten aber auch darüber informiert werden oder vielleicht gegebenenfalls eingezogen werden in andere Prozesse, die dann noch nebenbei quasi sinnvoll sind, dann dient uns das natürlich als Kommunikationsstütze. Man kann vielleicht sehen, wo ist man. Genau, man weiß, wo man ist, wo will man hin, wo will man eigentlich jetzt sein, sagen wir mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wobei das halt in der klassischen Rehabilitation ja schon so war, dass es auch wirklich feste Zeitpunkte gab. Ne? Bei uns ist halt so, wir gucken halt, wie weit ist die Person denn aktuell gerade in seiner Rehabilitation, in seiner Regeneration, auf welchem Standpunkt sind wir gerade, und dann ist es weniger an Zeitpunkte geknüpft. Was jetzt die Testverfahren angeht, machen wir zum Beispiel auch den Y-Balance-Test, den du angesprochen hast, wo wir verschiedene Reichweiten machen. Am Anfang natürlich auch sowas wie Umfangsmessungen, damit man weiß, wie die Schwellung ist, Range of Motion-Tests, das heißt, wie beweglich ist in Beugung und Streckung, das kriege ich schon wieder. Das sind so die ersten Screenings, die man einsetzt, und je weiter man fortschreitet, dann geht es halt mehr so Richtung Hop-Tests, ne? Also das, was man auch in der Return-to-Game Leitfaden, den Gerrit auch mitentwickelt hat, mit der VBG, mit der Versicherung für die Betriebsgenossenschaft, also wo auch die ganzen Sportler versichert sind, war in einem Gremium vor ein paar Jahren, die da den Leitfaden zu entwickelt haben mit den Testverfahren. Die nutzen wir auch. Was für uns aber ganz wichtig ist, dass man immer dieses Dreieck von, sagen wir mal, wenn man sich das vorstellt, auf der einen Seite hat man die wissenschaftliche Evidenz und die Testverfahren, dann hat man die Erfahrung des Therapeuten und das Empfinden des Kunden. Und in dem Dreieck versuchen wir uns halt immer zu bewegen, um die Frage zu beantworten, was ist denn jetzt das Wichtigste als Nächstes für den Athleten. Ne? Und dann kann das halt mal sein, dass der Bereich, das Empfinden vom Kunden das Entscheidende ist, um den nächsten Schritt zu machen. Mal kann es sein, dass der Therapeut halt wirklich gute Erfahrungen mit bestimmten Sachen gemacht hat, die man dann einsetzt. Der wissenschaftliche Studienbereich, die Studienlage und die Testverfahren, die laufen halt immer mit, sodass man immer möglichst gute und schnelle und präzise Entscheidungen halt treffen kann, weil die halt immer bei allen ja unterschiedlich sind. Man hat unterschiedliche Individuen, mit denen man arbeitet. Die haben unterschiedliche Zielsetzungen. Ist ja was völlig anderes, ob ich jetzt den habe, der nur einmal im Jahr Skifahren will, oder ob ich jetzt jemanden wie dich dann habe, der im Leistungssport aktiv sein will. Ne? Das ist ja dann von der Herangehensweise
und die sollte man nicht alle über den gleichen Kamm scheren. Genau. Wir haben kurz eine Frage, die wir kurz darauf eingehen möchten. Wie hoch ist bei euch im Training der Anteil an K-Situationen im Training? Ja, man muss das ein bisschen differenziert. Ich glaube, man muss ein bisschen differenziert betrachten, weil du hast man hat natürlich einen gewissen Pool von Sachen, die man auch als Routinen einbauen will, ne, weil sie auch Sinn machen. Also eine Atemübung auf ein hohes Level zu haben, dafür muss man sie auch ein paar Mal gemacht haben, ist jetzt nicht unbedingt eine Chaos-Situation. Wenn man jetzt an Bewegungen geht, versuchen wir natürlich schon möglichst viele Variationen und Variabilität da reinzubringen, weil eben diese Chaos-Situation im Spiel dann ist. Aber das ist halt immer angepasst an die Phase, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Also wenn jetzt jemand kommt, der gerade aus der Kreuzbandverletzung eine Operation hatte, dann wird der ja nicht direkt anfangen mit Sprünge und Richtungswechsel. Ja, ne? Das wäre zu viel Chaos für die Situation, in der gerade möglich ist. Also man muss halt gucken schon, welche Ressourcen stehen demjenigen denn zur Verfügung, und in dem Rahmen kann ich dann die Herausforderungen, eben das Chaos halt nach oben setzen. Ne? Genau, man ist immer so, dass man an der Grenze kratzt. Ne? Zwischen, ich bin mir sicher, dass ich das schaffe, oder es ist eine leichte Überforderung. Ne? Man kann ja nicht, ich würde jetzt auch nicht jemanden von einer 3 Meter hohen Mauer einfach runterspringen lassen, wenn er nicht vorher schon mal von 1,5 oder 2 Meter runtergesprungen ist. Dementsprechend muss man das immer individuell betrachten und auch für den Zeitpunkt, ja. Ja, da haben wir, wenn ich mal was sagen darf, hier von hinter der Kamera, hallo, hier ist Gerrit. David, wir haben ja auch schon in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, über genau diese Frage, so wie findet man die Balance zwischen Ordnung und Chaos im Training, zwischen Variabilität und Stabilität. Und da gibt es ganz gute Forschung und Evidenz aus der Pädagogik, aus der Kinderforschung und auch aus der Pädagogik, die man mit Tieren gemacht hat, wie was für alte Tiere dazu miteinander zu spielen und auch Kinder miteinander zu spielen. Da geht es häufig um so ein Verhältnis von 70-30, dass Kinder dann am meisten Spaß haben an etwas, wenn sie 70% der Zeit gewinnen. Und genauso gilt das auch für Erwachsene. Am meisten Spaß hat man dann, wenn man 70% der Zeit gewinnt. Und auch für motorisches Lernen. Bereits aus der Richtung von Nikolai Bernstein, aus der russischen Bewegungskybernetik, ging es hervor, dass es auch so in dem Rahmen von 70-30 sich bewegt. Wo findet das motorische Lernen am besten statt, wenn man 70% Erfolgschance hat oder wenn man 70% der Zeit dieses Erfolgserlebnis bekommt? Das heißt, so ein Übungssetup zu kreieren, wo man als Athlet 70% der Zeit halt Erfolg haben kann. Wenn man eine Übung macht, wo man halt die ganze Zeit am Stolpern ist und am Hinfallen ist und das sich einfach nicht geil anfühlt, dann ist man da wahrscheinlich in der falschen Position. Wenn man es schafft, an diesen 70-30% Sweet Spot zu kommen, dann haben wir halt diese gute Kombination zwischen einerseits Dinge, die man schon kann, zu stabilisieren innerhalb der Bewegungsvariabilität, ne? Und andererseits aber auch so an diesem Chaos-Punkt zu kratzen, dass man da das nächste Level gehen kann. Ne? Von den Varianten, die uns in der Bewegung zur Verfügung stehen, sagen wir mal so. Und da haben wir dann auch, Bewegungskybernetik ist sowieso ein spannendes Konzept. Das umfasst so ein bisschen ja auch das, dass sich die Bewegung von alleine organisiert. Ne? Das heißt, wir versuchen sehr viele Setups zu kreieren, wo die Leute sich dann selber exploren können in den Bewegungen. Also wir geben halt selten Bewegungen vor und sagen, die Kniebeuge, die musst du jetzt so machen, sondern wenn wir was Bestimmtes erreichen wollen, dann geben wir es im Prinzip einfach dadurch vor, wie die Rahmenbedingungen für die Übungen sind. Ja, und wenn jetzt gerade wie eben bei diesem Einbeinstand, wenn man halt sagt, ich möchte, dass du die Uhrzeit auf dem Boden abgehst, ja, von 12 vor dir bis 3 auf deiner rechten Seite und 9 auf deiner linken Seite und 6 Uhr hinter dir, so weit wie du schaffst, so, dann die einzige Vorgabe, die du hast, ist, dein Fuß muss auf dem Boden stehen bleiben. So, dann ergibt sich der Rest von alleine, ja. Und man braucht nicht sagen, dein Schulterblatt muss jetzt nach vorne kommen um deinen Brustkorb, weil das automatisch passiert, wenn ich möglichst weit von mir weggreifen möchte zum Beispiel. Ich glaube, jetzt sage ich mal, die Frage ist so ein bisschen zu finishen, das ist wieder so eine Sache, dass man nicht alle über einen Kamm scheren kann oder keinen Blueprint auf was legen kann. Ne? Deswegen wollen wir da auch ziemlich weggehen von, man muss Vorgaben machen. Aber wir sind ja auch beide mit beide Sportwissenschaften studiert und ich habe auch ziemlich viel, was so klassisches Kraftausdauertraining angeht, gemacht. Und ich glaube, sehr viele Coaches haben Angst davor, so Kontrolle abzugeben in der Hinsicht. Weißt du, das ist so, na, ich will aber jetzt sagen, dass er noch diese kleine Bewegung machen soll. Und hier ist noch ein Detail und da und da. Und das einfach sich davon ein bisschen zu entfernen. Das ist auch kein leichter Schritt, sage ich mal. Einfach nur, genau wie du gerade gesagt hast, diese ganz simple
Bewegungsvorgabe zu machen. Und weil jeder Körper ist ja ein bisschen anders. Wir sind ja alle eher krumm wie supersymmetrisch und alles ist nicht genau gleich. Und deswegen versuche ich mich auch immer besser davon zu entfernen, so ein Blueprint auf alles draufzulegen und zu sagen, so, wir machen alles genau gleich so. Gerrit macht die Kniebeuge genauso wie du und alle anderen, weißt du? Und das ist eher so, okay, mach einfach eine Kniebeuge und du machst auch einfach eine Kniebeuge. Und weil dein Körper bewegt sich anders wie Gerrit sein Körper. Und das ist halt völlig okay oder richtig so, ne? Weil ihr habt ja auch alle verschiedene Level an Kontrolle, wo wir drin sind und wo wir wieder dann am anderen Bereich eventuell mehr Chaos reinlassen müssen, weißt du? Ja, und dann ist es aber auch spannend, es gibt ja trotzdem, sagen wir mal, wenn man sich jetzt die Leistungssportler anguckt, und wir haben ja eben den Jadon Sancho zum Beispiel auch gezeigt oder denjenigen, der da im Video beim Gaelic Football, die haben ja dann trotzdem Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass die auch auf dem Niveau performen können. Ne? Also auch was die Bewegungsfähigkeiten angeht. Und wenn ich da was verändern möchte, gehe ich aber nicht hin und mache das bewusst und sage, beweg jetzt mal deinen Fuß nach innen unten oder so, sondern ich bringe einfach den Körper in eine Situation, wo er nicht anders kann. Ja. Ne? Wo es von ganz alleine passiert. Und ich dadurch eben die Extremposition halt kennenlerne. Ich brauche es nicht über das Kognitive zu steuern. Und davon wollen wir halt auch so ein bisschen wegkommen, dass wir sagen, um nachher unbewusste Kompetenz zu haben, nämlich im Spiel einfach auf diese Situation, wie sie passiert, einfach entsprechend reagieren zu können und leistungsfähig zu sein und sich nicht zu verletzen, braucht man nicht immer den Umweg gehen über die bewusste Kontrolle vorher. Und das wird ja häufig aber so gemacht. Das heißt, bevor du dann halt irgendwo runterspringst und landest, wird halt vorher gesagt, wie dein Landen überhaupt geht. Ja. Ne? Anstatt einfach zu anzufangen und eben das Setup so zu kreieren, dass nichts passieren kann, aber es ist einfach frei machen zu lassen. Ne? Das heißt, du springst jetzt halt von dieser 15-Zentimeter-Box und nach deiner Landung will ich zwei Schritte, dass du dich zwei Sidesteps nach links bewegst. So. Und mehr sage ich nicht. Da muss ich nicht sagen, du musst jetzt in der Situation, muss dein Bein stiff sein oder du musst es kontrollieren, achte auf den Winkel oder so. Das kannst du nachher im Spiel sowieso nicht umsetzen. Und wir sind halt der Meinung, dass es eben schneller und besser funktioniert, wenn man eben das Setup kreiert, ohne dass man halt dauernd Vorgaben macht, wie es dann am Ende aussehen soll. Gut, gehen wir mal jetzt ein bisschen von hinten angenähert, sage ich mal, wo wir eventuell hinten raus wollen. Ist auch ein ziemlich cooler Weg, sage ich mal. Lass uns mal ein bisschen weiter Richtung OP-Tag dann gehen, ein bisschen weiter, wo wir eigentlich ansetzen. Ne? Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie kommt man so ein bisschen hinten raus hin, wie weiß man, wie weit man ist, an welchem Punkt man ist, was für Tests eventuell gibt, wie die Herangehensweise im Training ist, um das eventuell sogar zu verhindern oder auch wieder dann aufzubauen, wenn man eventuell vorher falsch trainiert hat, was man dann nach der OP anders machen sollte im Training. Das ist mal ein bisschen mehr Richtung Tag X, sag ich mal, den OP-Tag arbeiten und dann können wir vielleicht sogar noch mal darüber hinaus, wo wir ganz am Anfang waren, bei der Verletzung oder sogar kurz vor der Verletzung kommen. Wie ist das, wenn wir jetzt, sag ich mal, in der akuten Zeit nach der OP sind, so die ersten ein, zwei Monate oder ersten vier Wochen, da passiert ja schon ziemlich viel. Wie ist das mit dem Kreuzbandprogramm für uns? Was habt ihr euch da für Gedanken gemacht? Also grundsätzlich erstmal die Frage, die du jetzt einfach, oder das, was du jetzt schon in den Raum stellst, ist ja, dass es eine OP gab. Also das ist ja schon mal eine spannende Frage, die man vielleicht auch einfach vorher noch beantworten muss. Also im besten Falle kommen die Leute, die sich ein Kreuzband gerissen haben, schon ziemlich schnell zu uns und man kann diese Frage gemeinsam halt diskutieren. Schnell. Ja, im Prinzip am Tag, nachdem die Verletzung passiert ist. Ja. Dafür bieten wir ja auch zum Beispiel dieses kostenlose Kennenlernen an, beziehungsweise eine Termingarantie innerhalb von 48 Stunden für dieses Kennenlernen, ne? Ja. Damit man eben die bestmöglichen Optionen schon absprechen kann, bevor es überhaupt eine Operation gibt. Weil vielleicht reicht ja auch, es konservativ zu machen. Mhm. Also da ist die Studienlage ja auch jetzt nicht eindeutig für das eine oder das andere, sondern es kommt auf den Kontext an, den ich habe. Ne? Also konservativ bedeutet, dass man es halt nicht operiert. Es gibt viele Studien, wo es sehr oder viele Fälle auch, wo es gut funktioniert, ohne zu operieren. Das hängt ja davon ab, was möchte ich denn erreichen. Ne? Also auf welches Level muss ich wieder zurück? Habe ich eine Sportart, wo ich multidimensional unterwegs bin, viele Richtungswechsel habe, viele Sprünge, viele Sprints, viele Abstoppbewegungen und ich habe dann
ne, ich hab, sag mal, ich hab, will das Risiko einer Instabilität, die vielleicht bleiben kann, wenn man es konservativ macht, möglichst von vornherein ausblenden, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee zu operieren. Wenn ich das aber nicht habe und sagen wir, ich bin jetzt eigentlich Marathonläufer und habe mir bei irgendeiner blöden Bewegung das Kreuzband gerissen, dann ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, dass da nachher wieder ein Kreuzband ist. Also man kann es auch ohne Operationen, deswegen ist es halt, um das halt abzuchecken, alleine schon, ist halt für uns, wäre es halt super, oder wir halten es auch generell für am sinnvollsten, dass man so schnell wie möglich mit der Therapie beginnt, auch wenn man sich gerade erst verletzt hat. Ja. Weil es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass die OP nachher, also dass der Verlauf der Rehabilitation nach der OP besser ist, wenn man vorher schon mit der Therapie begonnen hat. Also wenn man quasi schon mit Krafttraining, manueller Lymphdrainage, ne, dass man schon an der Schwellung gearbeitet hat, an den Kraftleveln, an der Stabilität, dann kommt der Muskel auch nachher natürlich schneller wieder zurück. Und das ist halt auch ein Schwerpunkt innerhalb der ersten Phase. Da geht es natürlich wirklich darum, dass die Funktion, die dann durch die Operation halt eingeschränkt wurde, sei es muskulär als auch vom Gelenk, dass es möglichst schnell wieder hergestellt wird. Und dann ist es schon auch was, wo man sehr lokal arbeitet. Auf der einen Seite, wo man halt guckt, dass wirklich das Knie an sich in die bestmögliche Position gebracht wird, um danach halt sich wieder frei bewegen zu können. Das heißt, Schwellung reduzieren, Beweglichkeit wiederherstellen, gucken, dass der Muskeltonus und die Ansteuerung vom Quadrizeps vor allem wieder gut funktioniert. Und gleichzeitig gucken wir halt, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass auch eine gute Regeneration stattfinden kann. Als ein bisschen anderes Beispiel, wir hatten ja gerade jemanden da, der sich Schien- und Wadenbein gebrochen hatte und hat bei uns die Therapie gemacht. Und da haben wir es ja, weil es ein Freund von uns war, da haben wir den ja einfach so mit reingenommen ins Programm quasi und haben dann aber nicht eine ausführliche Blutdiagnostik am Anfang gemacht. Was wir normalerweise bei unserem Programm fürs Kreuzband zum Beispiel immer machen würden, damit man halt sehen kann, wie ist denn der Nährstoffhaushalt. Und bei ihm war es dann halt so, dass er nach 6 Wochen war der Knochen halt immer noch nicht ordentlich zusammengewachsen. Und dann haben wir erst eine Blutdiagnostik gemacht und haben dann halt gemerkt, dass ein paar entscheidende Nährstoffe fehlen zur Regeneration des Knochens. Haben das dann auch supplementiert und nach ein paar Wochen war der Knochen halt super. Ja, und das muss, deswegen ist es halt wichtig, dass wir am Anfang auch das direkt mit einbauen, dass wir in der medizinischen Diagnostik halt eine Blutdiagnostik machen, damit man weiß, mit welchem Zustand sind denn die ganzen Mikronährstoffe, auf welcher Ebene befinden wir uns da gerade und was brauche ich, um die Strukturen im Knie und die Muskulatur und alles, was dazugehört, dann optimal halt wieder versorgen zu können. Und daraus abgeleitet natürlich dann auch direkt konkrete Maßnahmen, was jetzt eine Ernährungstherapie oder Ernährungscoaching angeht, ne, wo wir halt wirklich wollen, dass die Leute auch aktiv mit unserer Ernährungstherapeutin an den Sachen halt wirklich praktisch arbeiten. Ne? Das heißt, was kauft man ein, wie bereite ich das zu, wie geht das trotzdem schnell, wenn ich das bisher noch nicht gekonnt habe oder noch nie gemacht habe, wie kann ich mir das trotzdem schnell aneignen, ohne dass ich jetzt meinen ganzen Lebensalltag dafür umstellen muss und wie kriege ich dann trotzdem darüber die entsprechende Nährstoffgrundversorgung, die ich sowieso brauche und dann kann man darüber hinaus dann mit entsprechenden Supplementen dann halt arbeiten, was man braucht, um möglichst gut die Struktur und schnell regenerieren zu können. Ne? Dass es halt keine Lecks gibt in der Entwicklung. Dass du quasi den Grundnährstoffboden gibst, wo du dann natürlich auch Training und Belastung und drauf wachsen lassen kannst. Genau, du brauchst im Prinzip die Ressourcen, ne? Du brauchst halt die Basis, ne? Du brauchst halt überhaupt die Möglichkeit, dass du die Baustoffe, egal in welcher Form, ne? Ob das jetzt Gedanken sind oder Nährstoffe oder die Bewegungen, ich brauche die Möglichkeiten, dass ich das halt dann auch nutzen kann, um dann darauf Herausforderungen draufsetzen zu können. Ne? Ja. Wenn ich nicht in der Lage bin, diese Ressourcen oder wenn ich die Ressourcen halt einfach nicht habe und die nicht breit genug aufgestellt sind und ich nicht einen großen Pool davon habe, dann ist halt an irgendeinem Punkt, rennt man dann halt irgendwo gegen eine Wand, weil man nicht weiterkommt mit den Herausforderungen, die man eigentlich setzen will, damit die Struktur sich weiterentwickelt und der ganze Gesamtorganismus sich weiterentwickelt. Wenn die Ressourcen nicht da sind, dann bin ich halt immer irgendwann limitiert. Wir haben jetzt diese 48 Stunden, ne? Jemand reingekommen, der jetzt das quasi hatte und jetzt ist schon ganz viel drüber gesprochen, was dann wahrscheinlich, was wichtig ist in den ersten paar Wochen, ob es jetzt konservativ behandelt wird oder per Operation, ne? Wie ist das denn von dem, natürlich ist es immer eine individuelle Frage auch, wie ist das vom Spektrum der Zeit her, möchtest du, denke mal, am besten jeden Tag wahrscheinlich mit dem Patienten arbeiten oder sogar, kennt ihr was für zu Hause mit eventuell, wenn ihr nicht jeden Tag reinkommen können? Das hängt davon ab, auch von der Zielstellung natürlich, ne, wo derjenige hin möchte. Ja. Grundsätzlich
sagen wir, von 3 bis 9 Monate bieten wir unser Kreuzbandprogramm an. Ne? Also eigentlich im Prinzip dann 3x3 Monate. Also die erste Phase dauert 3 Monate, die zweite, die dritte auch. Und dann sagen wir, sind wir an einem Punkt, wo derjenige, wenn er denn Leistungssportler ist oder sehr ambitioniert, in sein Setting zurück muss, wo er dann halt auch seinen Sport betreibt. Ne? Also da sind wir dann irgendwann halt auch limitiert, wenn wir sagen, wir wollen jetzt hier Spielsituationen simulieren oder so. Das geht halt nicht. Deswegen haben wir gesagt, so bis 9 Monate, auch wenn wir denken, es kann durchaus, je nachdem, wo man hin will, auch noch ein bisschen länger dauern. Also 12 Monate. Genau, so theoretisch bis 12 Monate, sodass man dann noch eine sehr sportartspezifische Phase hinten dranhängen kann. Und von der Frequenz in der Woche hängt auch von der Zielstellung ab, aber grundsätzlich schon mal 3x die Woche 99 bis 120 Minuten als Basis und wenn möglich natürlich auch noch häufiger. Ne? Also wir bieten halt auch die Möglichkeit an, halt den Tag hier zu verbringen. So. Dann findet nicht 8 Stunden Therapie statt, aber das, was wir hier kreieren wollen, ist auch ein Umfeld, wo der Körper sich sicher fühlt, um regenerieren zu können. Weil das ist halt auch was, was man sehr stark unterschätzt. Jede einzelne Zelle in unserem Körper kann sich eigentlich immer entscheiden, ob sie in einem Überlebensmodus ist oder in einem Wachstumsmodus. Und was dafür halt auch entscheidend ist, ist, was kommen denn für Reize auf diese Zelle? Ne? Und das fängt dann mit den eigenen Gedanken an, die ich dazu habe. Habe ich Angst vor der Situation? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich in vertrauter Umgebung? Sieht es hier einfach schön aus, so, ne, auch wenn es banal klingt. Aber auch das hat einen Einfluss darauf, wie die Zellen dann reagieren und ob die jetzt gerade im Regenerationsmodus unterwegs sind oder ob die sich sagen, naja, da ist noch zu viel Threat, ich traue mich gar nicht. Das ist mir noch zu heikel. Ich habe noch zu viel Angst vor dieser Situation. Ja. Und das ist halt auch was, was ich war letztes Jahr in ein paar Therapieeinrichtungen in Deutschland, habe mir Sachen halt angeguckt, was sie gut machen, was sie nicht so gut machen. Und was halt viele aus unserer Sicht im Nachhinein, als wir uns das angeguckt haben, analysiert haben, was sie denn gemacht haben, halt viel zu selten auf dem Schirm haben, ist halt, was bedeutet denn das Umfeld drumherum? Na, also, welche Geschichte erzählt die Einrichtung, in der man arbeitet? So, und das ist ja auch was wir auch aufgreifen wollen, dass diese Education, die wir haben wollen mit den Athleten und den Menschen, die zu uns kommen, dass wir auch ein Storytelling haben, dass wir sagen können, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, da möchtest du hin, lass uns eine gemeinsame Geschichte erzählen. Ja. Lass uns erzählen, wie dein Weg ist von dir. Und der ist anders als bei dem anderen. Und dann braucht dich auch nicht interessieren, ob der jetzt 5 Grad mehr Streckung oder Beugung in seinem Knie hat. Es geht ja um deins. Ja. Und wie kommen wir jetzt, wie kriegen wir deinen Körper dazu, dass er sich so wohlfühlt, dass es halt möglichst schnell geht? Und dafür ist unser Umfeld natürlich auch eine entscheidende Situation. Und dementsprechend freuen wir uns, wenn die Leute, die zu uns zur Therapie kommen, auch einfach hier ein bisschen abhängen zwischen den Therapie-Sessions, sagen wir mal, um dann auch einfach mit der Community sich auszutauschen. Ne? Ich glaube, das kann ein cooler Flair werden, wenn halt viele mit der gleichen Verletzung da sind, dass sie sich immer mal wieder austauschen können, ja, dass die Erfahrung miteinander. Und das ist ja auch was ein Riesenvorteil von dir zum Beispiel ist. Ich hatte zum Glück noch nie einen Kreuzbandriss. Du hattest schon einen, Gerrit hatte auch schon einen. Das hilft ja, diese Erfahrung teilen zu können. Ich weiß nicht, wie es sich, ich kann nicht 100% ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ich hatte schon andere Verletzungen, noch nie so eine große. Aber das ist ja schon viel, was dann im Kopf passiert. Und dafür ist es dann auch für uns natürlich auch wichtig, dass wir diese mentale Ebene natürlich auch uns anschauen und auch da einen Basiswert erkennen, wo befindet sich denn das Nervensystem, in welcher Position, wie gut kann es denn Sympathikus und Parasympathikus hoch und runter regulieren, dass es auch da flexibel und anpassungsfähig ist, um auch da dann Steps zu setzen, wo man hin möchte. Das sind 2 super Punkte, die ich gleich nochmal aufgreifen möchte. Erstens, die eine kleine Sache, die ich noch einschieben möchte, ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Ich will nicht sagen, ich hatte das Glück, aber ich war nicht der Einzige mit einem Kreuzbandriss in dem Jahr um den Zeitpunkt rundherum. Und wenn man dann zusammen auch zur Reha geht oder sich noch zusammentrifft, um extra Sachen zu machen. Wir haben zum Beispiel irgendwann angefangen mit Pool-Workouts und dann im Pool zu laufen und sowas. Und das war alles, das stand nicht auf dem Reha-Plan. Aber ich habe gesagt, komm, let's go, Baby, wir gehen jetzt in den Pool. So, weil du kannst auch noch nicht so viel alles andere machen, weißt du. Aber wenn du jemanden hast, mit dem du das quasi ein bisschen teilen kannst, ist es super wertvoll, sage ich mal. Die zweite Sache mit dem Environment, mit dem Umfeld, sage ich mal, was wir kreieren möchten. Dadurch, dass wir quasi auch ein Umfeld schaffen, was viel Sicherheit, sage ich mal, oder so Komfort bietet, kann man auch das Chaos dann wieder ein bisschen mehr
pushen, weißt du? Wenn ich schon von meinen Wahrnehmungen her viel Chaos aufnehme, dann bin ich gar nicht mehr in der Lage, noch mehr Chaos, sag ich mal, im Training, in der Reha zu pushen. Und wenn ich mich aber sehr geborgen und herumfühle, dann hat man auch diesen schnellen Wechsel zwischen, okay, ich habe jetzt hier Belastung und Chaos, aber ich weiß, ich kann mich jetzt gleich wieder irgendwie auf die Couch jetzt oder hinsetzen und ein bisschen atmen. Und dann kann man so ein bisschen immer hin und her flohen. Weißt du, ich kann ja auch Mittag essen oder so und dann irgendwie ein bisschen Pause wieder und dann kann ich wieder ein bisschen arbeiten. Ja. Zweiter Aspekt, der super, super wichtig ist, der auch total vernachlässigt wird in vielen Sachen. Man wird einfach eine generellen Reha so ein bisschen einfach nur abgespeist. Okay, du kommst dahin, machst das Programm und dann gehst du wieder. Da spricht auch nicht oft jemand mit dir über deine Gefühlslage. Was jetzt quasi der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte, auch wie du schon, das hast du super gesagt, eigentlich mit dem Storytelling, ne? Das ist deine Geschichte, das ist dein Knie, was kaputt gegangen ist und es ist jetzt dein Weg, dass es wieder geheilt ist. Und da allein schon anzufangen, das ist eine super banale Sache eigentlich, aber ich hatte das Glück, dass ich da sehr wachsam mit umgegangen bin, sage ich mal, von Anfang an und gar nicht erst den Gedanken zugelassen habe, zu sagen, mein gutes Knie und mein schlechtes Knie, also mein ganzes und mein kaputtes Knie so, oder mein anderes Knie, sondern es ist einfach beides meine Knie so und die sind beide genauso, wie sie sind und das ist halt so. Ja. Was ganz spannend ist, ist, wie man sich sein Knie vorstellt, wenn es verletzt ist. Ne? Ich weiß nicht, wenn du es jetzt hättest zeichnen müssen, dein Knie, wie hättest du es gemalt? Wenn du hättest jetzt einen Stift und Farben von mir aus auch verschiedene, wie hast du dir dein verletztes Knie vorgestellt? Oder wie hast du es dir überhaupt vorgestellt, auch wenn es, sagen wir mal, wo es ganz war? Ist ja auch schon eine spannende Frage. Also, wo die beide ganz waren, schon wie meine Knie, ich weiß, das ist gar nicht, ganz, ganz spannender Punkt, sich damit auseinanderzusetzen, auf jeden Fall. Ne? Ich habe dann halt während der Reha auch ziemlich oft so ein bisschen so eine, ja, spielerische Version angenommen, so ein bisschen in Richtung Cyborg-ish, aber auf jeden Fall mit einem positiven Behaftung, nicht von wegen, ah, das Knie, das ist jetzt irgendwie anders oder so, sondern ist einfach so mein Bionic Knie, habe ich auch oft gesagt. Also so einfach um es so ein bisschen so abzuliften und so in meine Story zu integrieren, weißt du? Und ich war auch super froh, dass ich quasi von meinem eigenen Körper einen Teil genommen habe, der da eingebaut wurde und nichts von wem anders, das geht ja auch. Aber ja, dass man einfach seine Story so ein bisschen auch akzeptiert, die Verletzung akzeptiert und es ist passiert. Und das ist halt meine Story, das ist halt mein Weg und ich gehe den jetzt und ich bin auch stolz auf meine Geschichte, weißt du, das ist halt die Sache. Ich habe das schon oft gesagt und ich glaube, am Anfang habe ich mich echt komisch dabei gefühlt, zu sagen, so, ich bin eigentlich fast froh, dass es passiert ist, weil das hat mir so viel gegeben und hat mir so extrem die Augen geöffnet. Ich habe halt Football 9 Jahre bis zur Verletzung gespielt und auch halt ziemlich hohem Niveau und habe das alles immer so selbstverständlich genommen, so, ja, mein Körper funktioniert halt so, natürlich, ich kümmere mich drum, aber es ist halt alles so selbstverständlich und wenn das alles auf einmal weg ist und du weißt gar nicht, ob du das nochmal spielen kannst, ever, ist es dann so, wow. Das hat mir auch mit dem Sport mich nochmal ganz anders connected und mit meinem Körper auch an sich. Es ist schon fast krass, wenn man sagt, es ist eigentlich nicht schlecht, dass es passiert ist. Es hat mir so viel Verbindung mit meinem Körper auch gegeben und die Situation, sage ich mal, umzugehen, wenn man etwas rehabilitieren muss das ein bisschen. Das dauert schon länger, sage ich mal. Das ist eine krasse Story. Es ist eine krasse Erfahrung. Ich will jetzt nicht sagen, lasst euch alle das Kreuz, damit ihr die Story haben könnt. Wenn es passiert, dann passiert halt. Dann ist das halt Teil eurer Story. Und wenn nicht, dann habt ihr andere Sachen, mit denen ihr dealt. Das ist Teil eurer Story. Aber egal, was es ist, so. Du warst ja dann auch schon sehr offen von deinem Mindset, ne? Du sagst, für mich war es halt immer noch mein normales Knie. Ne? Aber es gibt halt, je nachdem, wie man von seinen Glaubenssätzen darüber denkt, ist halt das Knie nachher, also man stellt sich das wirklich völlig anders vor. Dann, ne? Also wenn man kann die Leute dann wirklich zwei verschiedene Knie, also das gesunde Knie und das verletzte Knie malen lassen und die sehen halt völlig unterschiedlich aus. Hm. Und du so denkst, ja, aber das ist immer noch, ne, das ist ja immer noch das Gleiche, es ist vielleicht gerade ein bisschen dicker so, ne? Aber dann ist es am Anfang, zeichnen die das dann so dick. Ja. So, ne? Und es ist halt vielleicht nur so ein paar Prozent dicker als das andere. Und es ist ja auch so, dass es schnell wieder
reversibel ist, das eigentlich wieder wegzubekommen. Ne? Hattest du da irgendeinen, wo du sagst, du hattest dann einen Trigger, der dich direkt auf diesen Weg geführt hat? Oder war es für dich einfach, weil du einfach von deinem Charakter und von deinem Mindset her schon sowieso so bist, dass du weißt, dass der Körper und die Situation sich ständig verändern kann, dass du das einfach von vornherein als gegeben angenommen hattest und hattest da kein großes Issue mit jetzt mit der Verletzung an sich, sondern wusstest, okay, das ist zwar ein langer Weg, aber ist halt mein Weg und ich weiß auch, wo ich hin will. Also ich glaube, ich habe das natürlicherweise schon, ich habe schon am Anfang auch gesagt, so mein kaputtes Knie oder so, aber war dann immer relativ schnell so, nein, ich habe mir das so ein bisschen ausgetrieben, sage ich mal. Es war super geholfen, auch mit Gerrit zusammen darüber zu sprechen, weil er es dann noch davor hatte, ein, zwei Jahre, und hat da auch viel, glaube ich, von mitgenommen. Und auf der Hinsicht, da geht dann wieder darum, die Experience, sage ich mal, zu teilen und sich darüber auszutauschen. Das ist halt einfach super mächtig, diese Fähigkeit zu haben. Ja. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht, oder wenn ich jemanden gehabt hätte, der gesagt hätte, oh, alles scheiße, jetzt ist das Knie, deine Karriere ist auch hin und sowas und du brauchst auch gar nicht mehr versuchen und so. Das kannst du vielleicht rehabilitieren, aber du spielst dann eh nie mehr so, du wirst gar, das wird alles nicht mehr klappen so. Auf die Schiene kannst du halt auch voll schnell reinkommen, ne? Aber auch diese Schiene, ja, ist halt egal, sage ich mal, wenn ich jetzt kein Leistungssportler bin, das ist jetzt so und ich mache halt so ein bisschen, was der Arzt in der Physio sagt und dann gehe ich halt nächstes Jahr wieder Skifahren. Aber wenn es dann nochmal passiert, dann ist halt zum, das ist dann, das sollte eigentlich nicht der Fall sein, so. Es sollte von vornherein richtig behandelt werden, um sowas zu vermeiden. Ne? Man muss das halt auch mit Respekt angehen, die Sache. Es ist jetzt nicht so, ja, wie so ein gebrochener Knochen oder so. Selbst das ist ja eine Sache, so, ja, das war halt schon wieder. Ja. Ja. Da gibt es schon viele Schikanen, die man auch ja, und das ist halt so, wo wir unser Konzept ja auch sehen oder unser Programm ist halt eben, dass wir diese Bereiche alle mit integrieren, ne? Und dass wir den medizinischen Bereich haben, dass wir den Bewegungsbereich natürlich haben, wenn es um eine Verletzung im Bewegungsapparat direkt geht und ich will wieder in den Sport mit Bewegung, dass wir aber auch den Ernährungsbereich haben, dass wir aber auch eben den Mind-Bereich haben, also dass wir mit den mentalen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, ne, ob das jetzt Angst, Glaubenssätze, was auch immer sind, ne, dass man sich damit auseinandersetzt und eben dem Nervensystem auch die Chance gibt, in eine Position zu kommen, wo man sich regenerieren kann. Was würdest du jetzt abschließend, hätte ich noch eine Frage an dich, wo sagst du, hat dir in deiner Reha, die du durchlaufen hast, im Nachhinein sagst du, hast mir was gefehlt, hätte ich gerne anders gemacht, was du auch hier jetzt, sagen wir mal, mit einfließen lassen willst, einfach in dem Kontext, wo wir uns jetzt bewegen? Also ich glaube an sich, meine Reha war schon ziemlich, schon ganz gut für mich funktioniert, aber das war bei weitem nicht das Beste, sage ich mal. Da gab es viele Dinge, die hätten besser laufen können. Eine der Sachen zum Beispiel, die ich super gut finde, die wir hier natürlich auch mit einbauen, ist das mit der Kryotherapie. Allein für die ganze Entzündung im ganzen Körper, aber da kann man auch wieder mit dem Sympathikus und Parasympathikus allgemein den ganzen Körper belasten und entlasten und da so eine Flexibilität aufbauen. Diese Ressourcen hatten wir leider zum Beispiel gar nicht, besonders auch am Anfang, wenn das Knie ziemlich geschwollen ist, das ist halt super gut, um Entzündung zurückgehen zu lassen und dann Regenerationsprozess anzuregen, sowie Sympathikus und Parasympathikus. Eine langfristigere, regelmäßige Betreuung. So, ich war halt, am Anfang war es halt ziemlich intensiv für so einen Monat oder so und dann war ich halt zweimal die Woche, hatte ich halt dann Physiotherapie, wo auch schon auf mich eingegangen wurde, ne? Auch wenn ich zum Beispiel, ich hätte gerne die Narbe noch ein bisschen mehr massiert, das war schon gut, dass da schon ein bisschen Individualismus geherrscht hat, aber generell wurde halt so ein Programm runtergefahren. Ich habe dann Sachen fürs Training mitbekommen, das war auch ganz gut, aber viele Sachen ein bisschen auch alleine gemacht und da ist man selbst da auch schon noch unsicher. Also darf ich das jetzt? Bin ich jetzt schon so weit? Ich habe mich immer wohler gefühlt und auch besser gefühlt, wenn jemand von Therapeuten mit dabei war. Und auch, ehrlich gesagt, auch wenn die jetzt vielleicht gar keine Ahnung davon hatten, so, es war irgendwie, habe ich mich sicherer gefühlt, weißt du? Ich hatte mich, das sind so Sachen, das erste Mal von der Box runtersteppen und einfach nur landen oder so und das sind ganz viele solche Sachen, das hat sich wesentlich sicherer und besser angefühlt, wenn jemand im Programm dabei war und nicht mich das allein zu Hause irgendwo gemacht habe. Das ist eine der Sachen, die ich ziemlich
ziemlich extrem finde, diese wichtigen Steps oder allgemein auch im Training. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Arbeiten mit einem von den Therapeuten zusammen war effektiver wie das Arbeiten alleine, weil ich mich auch einfach getraut habe, mehr ins Chaos zu gehen. Das war ganz am Anfang, da stand ich auf so Wackeldinger mit den Händen an so einem Barren, weißt du? Und das ist halt, alleine werde ich das, glaube ich, nicht so krass gepusht wie mit einem Therapeuten, wenn er auch einfach nur sagt, ja, ist okay so, das passt so, mach das, du schaffst das. Wie alleine ist immer so, oh, ich weiß nicht, ich will nicht, dass jetzt wieder irgendwas kaputt geht. So diese Begleitung und diese Sicherheit ist etwas, was super wichtig ist, meiner Meinung nach. Ja, also da das nochmal aufgreifend, in unserem Programm haben wir es so geplant, dass wir einen Case Manager haben für denjenigen, der zu uns kommt. Das heißt, es ist auch nicht so, dass, wie man das häufig aus Therapiepraxen kennt, dass man zwischen den Therapeuten hin und her hoppt. Ja. Und das ist halt was wir auf keinen Fall haben wollen. Also dann, wenn es sinnvoll ist, ja. Ne? Das heißt, einer ist der Case Manager, der ist voll verantwortlich für die Entwicklung des Athleten oder des Menschen, der dann das Programm durchläuft. Und holt sich dann die Hilfe von den anderen Therapeuten, wenn er sie braucht, und bindet die halt mit ein, aktiv in der Kommunikation, aber auch mit dem Kunden und Menschen, mit dem man dann arbeitet. Das ist das eine. Und das, was wir auch für sehr entscheidend halten, ist halt die Kommunikation mit den externen Ärzten zum Beispiel, die Operation durchgeführt haben, weil wir operieren ja nicht. Das heißt, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, aber auch halt vor allem dann halt später Richtung, wenn es Richtung Sport gedacht ist, natürlich auch Kommunikation mit den Trainern, dass das halt in einem engen Austausch alle einfach stattfindet, dass der Athlet sich um so Sachen halt einfach überhaupt nicht kümmern muss, sondern sich auf sich und den Prozess konzentrieren kann und eben das Umfeld dafür da ist, dass er sich halt vollkommen frei und vertraut und sicher bewegen kann, damit er eben den Progress halt auch machen kann, den er machen soll. Ja, haben noch eine Frage. Was kann ich auch ein Jahr nach der OP noch machen, wenn die Reha bereits abgeschlossen ist und wieder mit dem Sport begonnen wurde? Ach, Philipp ist das. Grüß dich erstmal. Philipp kenne ich tatsächlich erst seit 2 Wochen, aber er hat jetzt bei mir in der Volleyballmannschaft angefangen und hat sich letztes Jahr das Kreuzband gerissen. Ja, was kann man da noch machen? Natürlich, auch da lohnt es sich, natürlich mal einen Status zu erheben. Ne? Also, wie sind denn die Bewegungsabläufe? Gibt es vielleicht noch irgendwo Defizite, die oder auch vom Gefühl her Sachen, die nicht so sind, wie sie vorher waren? Sich da einfach aus den verschiedenen Perspektiven mal einen Status quo zu ermitteln. Ne? Also, wie gut bin ich denn in der Lage, an- und auszuschalten, was mein Nervensystem angeht? Welche Mikronährstofflevel habe ich? Wie sieht die Struktur denn an sich aus? Normalerweise hat man ja irgendwann nochmal ein MRT-Bild gemacht. Auch das können wir uns natürlich mal angucken. Wie beweglich ist es? Genau, wie sieht die Bewegung aus? Wie beweglich ist das Knie an sich? Ne? Gibt es noch irgendeine Einschränkung in Beugung und Streckung? Auch das kommt leider teilweise nach einem Jahr noch vor, obwohl es das eigentlich nicht mehr sollte. Das kann man auf jeden Fall auch bei uns machen, auch wenn das jetzt schon lange her ist. Und eigentlich, sagen wir, das Programm normalerweise abgeschlossen wäre zu diesem Zeitpunkt. Aber auch gestern habe ich noch mit jemandem gesprochen, der auch jetzt im 12. Monat ist und auch da immer wieder noch das Knie anschwillt, zum Beispiel. Und dann ist es halt eine Situation, wo man sagen muss, okay, da lohnt es sich vielleicht auch nochmal ein bisschen länger einen Blick drauf zu haben und dann noch so Sachen anzuschieben in die richtige Richtung, wo man halt nachher hin will. Weil im Prinzip, die Frage kommt ja nicht, wenn alles top wäre. Ja. Ne, so. Meistens ist ja da irgendwas da. Genau. Dann sage ich auch nochmal was von hinter der Kamera dazu, auch als jemand, der auch diesen Prozess durchlaufen hat. Und nach dem ersten Jahr war ich rehabilitiert, aber das Knie war nicht das, was es mal so 100%ig war. Und mir wurde auch immer so eingeredet, das wäre dann auch so. Aber es ist Bullshit. Und ich habe für mich den Anspruch gehabt, ich will dieses Knie, ich will, dass es besser ist als vorher. Und ich will sogar, ich habe den Anspruch, dass alles wieder kam, was es vorher konnte und mehr. Und dazu gehören halt so Dinge, Fersensitz ist zum Beispiel einer der wichtigen Zwischenschritte. So, wann kann man sich wieder richtig tief auf die Fersen, auf die eigenen Fersen sitzen und da einfach auch sitzen bleiben für eine Stunde. Und das dauert einfach ewig Zeit. So, man muss einfach sehr viel Zeit in dieser Position verbringen. Und sagen wir mal, die ersten 2 Monate, wo man das dann übt, kann man recht schnell frustriert werden und da kann der Gedanke kommen, das wird einfach nicht mehr. Aber das wird. Man muss einfach jeden Tag in dieser Position sitzen, Schneidersitz, auf den Fersen sitzen, in diese Position reinbewegen, in diese extremen Situationen im Training reinbewegen. Nicht jetzt sofort von der Box auf ein Bein in 180 Grad Drehung springen, sondern
das Knie in so richtig außergewöhnliche, weirde Positionen reinbringt. Josh, vielleicht willst du einmal diese Übung vormachen, die ich dir auch mal gezeigt habe, wo man so steht und dann sich nach hinten lehnt und das Knie nach vorne schiebt. Und das ist zum Beispiel eine, finde ich, das ist so eine Übung, die an das Limit geht. Also man kann diese Übung halt richtig weit ans Limit pushen. Und quasi auf den Zehen. Auf den Zehenspitzen und dann richtig weit nach hinten lehnen, die Arme noch teilweise mit nach hinten werfen und dann versuchen, bis man mit den Knien auf den Boden angekommen ist und von da aus dann wieder aufzustehen. So. Das kräftigt halt diese Achsen auf spektakuläre Arten und Weisen. Da braucht man auch Wochen und Monate, bis man sich da wieder rantraut und das dann irgendwann auch wieder kann. Aber ich kann da auch nur sagen, so, das war zumindest mein Anspruch, da wieder hinzukommen und da, dann zu sagen, so, du bist wieder wirklich ein Teil von mir. Dieses Knie, das ist nicht mein Knie, sondern das bin ich. Ja, das ist ja, du kannst halt nicht dein Knie über die Fußspitzen nach vorne schieben, bist du verrückt. Ja. Dann kommt man sagen, das Slackline, links und rechts. Das ist so, das ist halt ein bisschen funky so auf beiden Seiten, oder? Dieses Gefühl reinzubekommen. Das war das erste Mal, ich auf einer Slackline war, aber es ist auch. Ja, es ist halt nie eine gute Idee, Sachen zu vermeiden, nur weil man denkt, dass gerade geht das nicht mehr. Ne? Sondern wenn es mal irgendwann erstmal, wenn es schon mal so war, dass es ging und das ein Teil von mir war, warum soll das nicht wieder ein Teil von mir werden? Ja. Ne? Und dann, selbst wenn ich vorher, sagen wir mal, nicht das Gefühl hatte, dass ich da leistungsfähig drin bin, ja, dann lag es daran, dass du es nicht oft genug gemacht hast und nicht vielleicht nicht auf die richtige Art und Weise und vielleicht dir ein paar Sachen dafür gefehlt haben, dass du es halt auch abrufen kannst. Ne? Also egal, ob es jetzt Bewegungsressourcen sind oder Nahrungsressourcen oder Ressourcen deines Hirns, im Sinne von, wie lässt du dich denn darauf ein? Das sind alles die Aspekte, die wir da, die wir sehr gerne berücksichtigen wollen und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, uns mal kennenzulernen, auch wenn ihr jemanden habt in eurem Bekanntenkreis, Sportler, die gerade einen Kreuzbandriss haben und noch nicht so richtig zufrieden sind, wo sie gerade in der Reha sind oder auch irgendwie noch gar nicht wissen, was sie machen sollen, dann auf jeden Fall uns kontaktieren. Sonst besonders die 48 Stunden, ne? Weil ja. Das ist ja. Genau, wir bieten die Möglichkeit, innerhalb von 48 Stunden einen Termin zu bekommen für dieses Kennenlernen, ja. Wo wir uns dann auch wirklich eine Stunde Zeit für euch nehmen. Erstmal, dass ihr alles kennenlernt, was hier passiert, aber das auch nochmal, dass man im Detail über das Programm sprechen kann. Und eben auch dann schon konkrete Hilfen und Ansprechpartner hat im Zweifel, wenn man noch nicht weiß, wo man sich operieren lassen möchte. Auch dabei können wir helfen oder auch die Entscheidung überhaupt treffen zu wollen und dann Arztkontakt mal zu haben, mit dem wir schon gute Vertrauensverhältnisse haben, dann hilft das auch nachher in der Kommunikation. Alrighty. Das ist ein bisschen wieder ausgeartet, aber es ist ein super spannendes Thema. Ich habe sogar fast das Gefühl, da könnte man nochmal auf jeden Fall drüber sprechen. Das wäre es dann schon wieder für heute. Und jetzt sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Da weiß ich noch nicht genau. Das kann ich noch kurz sagen, bevor wir dann zum Thema von nächster Woche kommen. Wir haben noch zwei Sachen, die wir noch ankündigen wollen. Einmal die Kryotherapie, genau. Dass man die mittlerweile sehr easy online buchen kann. Institut/Kryo. Da rechts den Terminbuchenreiter. Und dann kann man das jetzt mittlerweile ziemlich intuitiv buchen. Besonders jetzt Richtung Winter auch. Super geiles Tool, um sein Immunsystem hochzufahren und mit der Kälte ein bisschen besser umgehen zu können, nicht mehr schnell so anfällig zu sein und so direkt kalt ist und sich mit der Kälte anzufreuen. Das heißt nicht unbedingt, dass man gar nicht mehr kalt wird, aber es heißt, dass wenn man ein bisschen kälter ist, dass es einfach nicht mehr unangenehm ist. Ja. Kalt werden wir trotzdem an. Ja. Es gibt keinen, der irgendwie brennt dann, weißt du, aber genau. Und dann haben wir noch, das direkt aufzugreifen, um das nämlich, damit ihr es selber mal testen könnt, haben wir einen Workshop am 17.10. Atmung und Kälte. Ist der Workshop von 10 bis 13 Uhr und der ist mit Josh und Ben Grümer. Da könnt ihr sowohl unsere Kryo testen als auch dann in den Flow reinkommen, wie es denn mit Atmung denn auch, wir durch Atemtechniken auch mit Kälte umgehen können. Dann haben wir nachmittags den Workshop mit Jennifer Ari, wo es so ein bisschen um Körperbewusstsein geht. Das heißt, wie kann ich denn auch Emotionen über meinen Körper steuern? Wie kann ich die richtig fühlen? Ne? Auch da spielen Atemtechniken natürlich eine Rolle. Und dann haben wir am 18.10. nochmal den Ben da für zwei Workshops und da geht es dann auch ein bisschen darum, auch mal extreme Körperpositionen kennenzulernen. Nämlich das eine ist natürliches Bewegen und da ist, was extreme Körperpositionen angeht, kann man sich von Ben auf jeden Fall was abgucken. Da kann er ein paar von und weiß auch, wie man da methodisch vorgeht,
um das auch einfach zu lernen. Und vormittags ist dann noch barfuß gehen und laufen, auch was ein großes Thema, Themenbereich, was extrem wichtig ist, damit die Füße gut funktionieren und Bewegungsabläufe gut funktionieren, sind die 33 Gelenke, die wir in beiden, also jeweils im Fuß haben, rechts und links, schon entscheiden, dass sie sich bewegen können, und auch das ist da Thema. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch da anmeldet und mit dabei seid. Und nächste Woche haben wir dann den Timo Osterhaus zu Gast. Dann sprechen wir ein bisschen über Akutmedizin, Regenerationsmedizin, wo da die Unterschiede sind, warum man da eine super Ergänzung auch zwischenschaffen kann, einfach über die zwei Seiten der gleichen Medaille eigentlich. Und die Regenerationsseite ist ja noch ein bisschen unterrepräsentiert. Auch das wollen wir dann ein bisschen aufgreifen und hoffen, dass ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ja, schönen Sonntag euch. Bis demnächst. Yes.